Guten Morgen, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 4 zu einer neuen Ausgabe des Zufallsaufbaus. Das Format, bei dem ich mir ein Fahrzeug sowie den dazugehörigen Aufbau auslosen werde. Und ja, das machen wir jetzt aber mal direkt. Erst das Fahrzeug natürlich, 1, 2 und 3. Guck mal, Nummer 400, eine glatte Sache heute. Und oha, okay, das ist ein interessantes Fahrzeug. Jetzt natürlich, was kommt da für ein Aufbau raus? 1, 2 oder 3, 1 Performance, 2 Offroad, 3 Drift-Aufbau und es wird ein Offroad-Aufbau. Und das wird jetzt super faszinierend. Ausgelost wurde mir tatsächlich der Lexus LFA. Und daraus jetzt einen Offroad-Aufbau machen, ja. Doch. Interessant. Wir werden tatsächlich, glaube ich, jetzt das machen, was ich vor zwei Folgen mit dem Ford GT schon gemacht habe. Und zwar werden wir jetzt einfach mal nur die Offroad-Reifen aufziehen und damit mal ein Rennen fahren. Einfach nur, um zu gucken, womit arbeiten wir, was wird daraus. Sowas eben. Und ja, ich bin da bin ich jetzt super fasziniert, was das wird. Weil ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, wie genau ich das anstelle. Kann ich beim Megantrieb bleiben oder nicht? Also, der Motor bleibt, ne? Das ist, glaube ich, unnötig zu erwähnen. Aber bei allem anderen bin ich mir gerade tatsächlich sehr unsicher. Wir fahren tatsächlich mal ein etwas schnelleres Rennen, würde ich vorschlagen. Eieiei. Aber ja, wir gucken uns erstmal an, was kann der Wagen gut im Gelände, was kann er eher nicht so. Das Ganze natürlich mit den Offroad-Reifen ergibt Sinn. Du würdest halt nicht unbedingt ein Rennen mit den Semi-Slicks fahren. Erst recht nicht im Winter. Vor allem nicht im Gelände. Und ich würde sagen, da kommen wir relativ loggerfloggig runter, oder? Ohne größere Umstände. Das war so klar, ne? Das war absolut klar, dass das jetzt so passiert. Dann kommen wir halt hier runter, ohne größere Umstände. So, geht doch. Und bonk, landet. Der Sound ist halt schon, das ist schon geil, der Sound, definitiv. Kann man nicht anders sagen. Die großartige Frage ist halt, kann ich bei Megantrieb bleiben? Aktuell sieht es noch vernünftig aus, sag ich mal. Die Frage ist nur im Rennen, wie es da funktioniert. Wir könnten auch ein Drag Race am Eissee fahren. Das machen wir später, würde ich sagen. Wenn ich da dran denken sollte. Das fände ich auf jeden Fall eine faszinierende Idee. Aua. So, ich bin jetzt erstmal gespannt, wie wir uns gegen die Konkurrenz anstellen. Das wird ja Modern Supercar sein. Das heißt, da werden auch Fahrzeuge wie ein Huracan oder so mitfahren mit Allrad. Bin ich mal gespannt, wie der Wagen da so abschneiden wird. Ich gehe jetzt an der Stelle aber auch erstmal tatsächlich davon aus, dass wir nicht ganz so gut dastehen werden, einfach weil wir das Fahrwerk beispielsweise auch noch gar nicht angepasst haben. Ist jetzt meine Vermutung einfach mal, dass wir ein bisschen auf die Schnauze kriegen in dem Rennen. Also klar, das sind so Teile, Fahrwerk weiß ich natürlich, das muss ich einbauen. Aber wir machen das einfach trotzdem so. Ich fand das beim Ford GT letztes Mal, hat das super funktioniert. Wie es angekommen ist, weiß ich noch nicht. Die Folge ist noch nicht erschienen, wenn ich diese jetzt hier aufnehme. Aber mir hat das auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil man einfach ein bisschen tiefer in den Prozess des Aufbauens eingehen konnte. Ja, dritten Gang können wir nehmen. Ja, die Allradfahrzeuge hier, Huracan, Mosellago, 911 Turbo, die müssten eigentlich schon massive Vorteile haben. Haben sie gerade aber nicht so richtig oder können sie nicht so nutzen, besser gesagt. Also die Offroad-Reifen tun hier doch schon einen sehr guten Job tatsächlich. Die helfen dem Wagen ordentlich. Ja, ich glaube wirklich, wir können beim Heckantrieb bleiben. Wenn wir vielleicht die Reifen noch ein bisschen breiter machen, nichts an der Leistung drehen, mehr Leistung darf er nicht haben, dann glaube ich, kommen wir hier schon mit dem Heckantrieb ganz gut rum. Weil das funktioniert ja so schon ganz gut.
wenn wir ihn dann noch ein bisschen besser eingestellt haben, noch ein bisschen mehr unter die Arme greifen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das recht gut funktioniert. Eis ist halt mies, aber das ist mit jedem Heckantrieb. So, das heißt, wir fahren hier einfach mal durch den Tiefschnee, haben wir ein bisschen mehr Grip. Logischerweise, ne? Also zumindest halt mehr als auf Eis. Und hier hast du halt immer wieder auf der Strecke so kleine Eisspuren. Es sind nicht mehr diese größeren Eisflächen, wie wir sie in Horizon 3 noch hatten im Blizzard Mountain. Aber es sind halt in der Spur einfach immer wieder diese kleinen Eisschichten, die das Leben dann doch unnötig schwer machen, finde ich. Das muss nicht unbedingt sein. Aber ich bin tatsächlich geschockt, wie gut das funktioniert. Also klar, du merkst Fahrwerk viel zu hart. Aber trotzdem, es geht schlimmer. Es geht wirklich schlimmer. Muss ich wirklich so sagen. Bin positiv überrascht. Äußerst positiv. Und dazu hast du noch die ganze Zeit diesen Sound im Hinterkopf. Im Hintergrund. Das wird eine tolle Folge heute, glaube ich. Das wird eine sehr tolle Folge. Ich muss nach wie vor sagen, beim LFA gefällt mir der Flügel hinten nicht. Finde ich nicht geil. Das ist halt für mich persönlich visuell betrachtet, erinnert mich das halt sehr an den Carrera GT. Da gefällt er mir auch relativ wenig. Es wirkt halt einfach so, das sieht halt so aus, einfach nur ja, ausgeschnitten halt. Ohne irgendwie eine schöne Form, finde ich. Die Form gefällt mir nicht so richtig. Ist nicht so mein Fall. Da gibt es deutlich schönere Flügelwerke, aktive Aerodynamik, die sich ebenfalls visuell dann zeigt an einer gewissen Geschwindigkeit, die meiner Meinung nach halt einfach deutlich besser aussieht. Beispiel McLaren P1. Finde ich saugeil. Sowohl mit ausgefahrenem als auch mit eingefahrenem Flügel. Wenn man denn die Wahl hat, beides zu machen im Spiel, ne? Oder es zumindest vernünftig funktionieren würde. Liebes Team von Player Games, ne? So. Wir könnten einen Motorswap machen auf den Aventador V12 oder einen F50 GT V12. Die Frage ist natürlich, warum sollte das irgendjemand tun? Deswegen lassen wir das sein. Turbos könnten wir einbauen. Auch das natürlich totaler Quatsch. Wie gesagt, Allrad wäre wahrscheinlich die beste Option. Warum zur Hölle startet der Wagen mit Allrad schlechter als mit Heckantrieb? Egal. Wir bleiben so oder so beim Heckantrieb. So, ja, Frontstoßfänger. Sieht natürlich sehr geil aus. Der Heckflügel, boah, ein Träumchen. Es ist halt wirklich gar nicht mal allzu hässlich, aber wir lassen es trotzdem weg. So, Reifen würde ich sagen, 2,85er vorne und 3,45er am Heck. Müsste sich eigentlich ganz gut ausgehen. Ein bisschen mehr Stabilität kriegen wir rein. Wenn wir die Spur ein bisschen erweitern, dann, ja komm, es ist ein Offroad-Bau, der kriegt das Renngetriebe, genauso wie die Rennkupplung. Das brauchen wir auf jeden Fall. Dann Offroad-Fahrwerk selbstverständlich, damit das einfach noch ein bisschen smoother funktioniert. Gewicht würde ich gar nicht mal was rausnehmen tatsächlich. Ich glaube, die 1,5 Tonnen lassen wir einfach. Man könnte sogar, wenn man wirklich Bock hätte, noch einen Überrollkäfig draufbauen, weil das Ding ist, je mehr ihn runterdrückt, desto besser können wir den Bodenkontakt halten, desto besser kriegen wir die Leistung auf dem Boden. Deswegen mehr Gewicht ist prinzipiell nicht die schlechteste Idee. Wir lassen es mal sein. Ich bin gerade am überlegen, leistungstechnisch ist der bei 570 PS, glaube ich, sowas in dem Dreh. Also das ist auf jeden Fall akzeptabel von der Leistung, sagen wir mal. Das heißt, wir gehen jetzt natürlich mal an die Feineinstellungen. Und schauen mal, ob wir daraus auch vielleicht noch ein bisschen was machen können. Getriebe halten wir auch hier ein bisschen kürzer definitiv, als man es bei einem Performance-Aufbau machen würde. Wer die grüne dahinter fahren möchte, sollte sich die letzte Folge von Automobile Schandtaten anschauen. Da habe ich das Ganze lang und breit erklärt, warum das der Fall ist. Dann, ja, Fahrwerk sieht mir noch viel zu hart aus tatsächlich. Das werden wir ordentlich weicher stellen. Ich glaube sogar so ist es immer noch ein bisschen zu hart, aber wir probieren es einfach mal. Dämpfer natürlich noch ein klein bisschen weicher. So, bremst natürlich auch wieder ein bisschen auf die Hinterachse, selbstverständlich. Und tada,
So, dürfte ganz gut dastehen eigentlich. Wir gucken auch mal, was wir hier so bei den Lackierungen alles haben. Weil das gibt es tatsächlich einige sehr geile, wie ich finde. Gerade hier so ein Gelb steht dem halt auch unfassbar gut, wie ich finde. Hier zwei etwas dunklere Rottöne. Das Braun ist halt auch sehr geil, finde ich definitiv. Schwarz steht ihm sehr, wie ich finde. Das, wir machen den mal schwarz, komm. Warum denn nicht? Warum denn nicht einfach mal einen schwarzen LFA fahren? So. Wunderbar, wunderbar. Dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal, was wir so fahren. Kommen wir einfach mal über den Berg drüber. Ein paar Haarnadelkurven, glaube ich, stehen dem Wagen ganz gut. Und im Prinzip dürfte sich jetzt ja eigentlich alles nur gebessert haben. Er dürfte jetzt eigentlich ausschließlich noch besser fahren. Wir haben ja jetzt keine Leistung eingehauen, was sich ja durchaus negativ auswirken kann auf ein Fahrzeug, sondern wir haben ja wirklich nur das Fahrverhalten theoretisch verändert. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass wir es verschlechtert haben. Ich glaube wirklich, wir müssen es verbessert haben. Alles andere gibt keinen Sinn. Die breiteren Reifen alleine werden uns schon ordentlich helfen, definitiv das Ganze hier ein bisschen besser auf den Boden zu bringen. Ja, wir sind auch schon ein bisschen agiler definitiv mit dem LFA hier in den Kurven. Gefällt mir definitiv. Aber wir schauen natürlich, wenn der Wagen agiler sein sollte, dann wird mir das natürlich auf der Strecke jetzt sehr auffallen und zugute tun. Weil wie gesagt, hier haben wir sehr, sehr viele Hairpins, die einfach, ja, Agilität belohnen. Aber wir schauen einfach mal. Wir gucken uns das einfach mal an. Und starten einfach mal den Glen Rannoch-Pfad. Natürlich Modern Supercars im Winter. Da ist er natürlich auch noch mit drinnen. Ja, der LFA wäre halt schon so ein Traumwagen, ne? Also, wie viele wurden davon gebaut? 500, glaube ich. Es waren auf jeden Fall echt nicht viele. Und der LFA ist wirklich mittlerweile, hat sich schon so in mein Herz geschlossen. Ich habe ihn früher, den Hype darum, nicht verstanden. Ich verstehe diesen massiven Hype um ihn immer noch nicht tatsächlich. Aber ich verstehe zumindest sehr, warum er so geliebt und gemocht wird. Und ich hätte schon gern einen. Also wäre schon ganz geil, aber die Dinger sind halt unbezahlbar, ne? Ich meine, der ist halt damals wirklich auch, ja, gegen seine Konkurrenz, sagen wir mal, nicht unbedingt positiv angekommen. Wenn wir es mal so ausdrücken. Ich meine, der Wagen ist auf den Markt gekommen zu Hochzeiten von dem Nissan GT-R als Beispiel. Und wir alle wissen, was das Ding für einen Hype hatte, für einen unverdienten. Boah, jetzt ein Berg hoch durch den Schnee an den Gallardo und den Huracanraum kommen, wird halt echt jetzt eine schwierige Nummer. Da müssen wir jetzt sehr fein mit dem Gas sein. Bergab stelle ich mir schon besser vor. Oder aber ihr setzt eure Fahrzeuge einfach in die Wand und ich kann innen vorbeifahren. Das könnt ihr gerne machen. Und ihr stellt euch da einfach mal alle in Reihe und Glied auf. Wunderbar. Sehr gerne. Immer wieder gern gesehen, wenn sowas passiert. Leicht das Leid. Bisschen zu viel Gas gegeben. Ja, Berghoch ist halt wie gesagt immer so ein bisschen schwieriger. Aber wir sind ja gleich oben. Und nach der übernächsten Hairpin geht es dann auch wieder bergab. Und ich glaube, ab da stehen wir dann auch wieder ganz gut da. Weil der Gallardo kommt halt logischerweise ein bisschen ran. Der hat sein Allrad, der hilft in dem Abschnitt hier massiv, definitiv. Weil du halt mit einem Allradenfahrzeug auch unmenschlich viel aggressiver einstellen kannst als ein Heckantrieb im Gelände. Weil klar, einen Heckantrieb kannst du genauso kontrollieren, theoretisch, aber es braucht halt deutlich, deutlich mehr Feingefühl. Und du schmeißt ihn halt auch einfach viel einfacher weg als ein Allradler. Das ist, glaube ich, unumstritten, kann man sagen. Aber ich meine, bisher können wir den Wagen super auf der Strecke halten. Wir führen immer noch. Ich weiß nicht, ob wir führen würden, wenn die ihren kleinen Fehler da nicht begangen hätten.
Aber zumindest jetzt bergab kommt der Gallardo auch nicht mehr so unfassbar ran. Also das hält sich ungefähr. Boah, da hatten wir ganz kurz einen geilen Sound. Es sind ja auch tatsächlich im Design her vom LFA sehr viele Elemente in spätere Lexus-Modelle eingeflossen. Unter anderem, wenn ihr euch mal ein LC500 anschaut. Das Ding ist halt eine moderne Version von einem LFA, wenn du es so möchtest, im Design. Also die Grundform und alles erkennst du da schon sehr stark definitiv drin. Der Wagen ist ein bisschen einflussreicher, als man potenziell denkt, würde ich jetzt einfach mal sagen. So. Ja, ich glaube, ich lasse ihn auch so von der Einstellung. Also, ich hätte tatsächlich gerne ein bisschen weniger Leistung, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn das jetzt paradox klingt für manche Leute. Aber ich glaube, so 520 PS ungefähr würden dem genauso stehen. Es ist einfach meine Schätzung. Das würde es auch ein bisschen einfacher machen, den Wagen um die Strecke zu bewegen. Aber ja, wir müssen halt mit dem klarkommen, was wir haben. Und das ist halt vollkommen okay. Also, klar hatte ich schon bessere Offroad-Fahrzeuge. Ich finde auch persönlich, der Ford GT hat deutlich mehr Spaß gemacht und hat auch ein bisschen besser funktioniert im Gesamtkonzept. Aber nichtsdestotrotz ist es halt vollkommen akzeptabel, was der Wagen hier zustande fährt. Ja, Sie können das Rennen bitte starten. Dankeschön. Muss halt unbedingt drauf achten, ich sehe das jetzt schon vor mir, dass es passieren wird. Irgendwann werde ich in der Festival-Playlist, wenn wir S1 Modern Supercars haben, dieses Fahrzeug fahren und mir denken, irgendwie funktioniert da irgendwas nicht so richtig. Das wird sehr wahrscheinlich passieren. So. Gehen wir hier einfach mal innen rein und holen uns direkt 4 in einer Kurve. Mit dem Schwung, den wir mitnehmen, holen wir uns Nummer 5. Und müssen uns dann erstmal hinter der Nummer 6 einreihen, gehen dann allerdings hier innen vorbei und holen uns direkt Nummer 7 mit. So, die Kurve ist natürlich gefährlich, weil wir hier in der Mitte der Fahrbahn Eis haben. Da rutschst du raus, wenn du drauf kommst. Und wir haben jetzt 4 Allradler vor uns. 2 i8, ein Gallardo, ein GTR. Aber da könnten wir gut mithalten. Ich meine, in dem Rennen ist es halt der Vorteil, es ist sehr viel Straße. Es ist allerdings halt trotzdem verschneit. Aber nichtsdestotrotz habe ich hier mit dem Heckantrieb jetzt nicht den unfassbaren Nachteil, wie wir ihn gerade beispielsweise hatten. Oder auch im ersten Rennen, was wir gefahren sind, wo wir nur Winterreifen hatten. So, ich meine, um schnelle Kurven ist es ja relativ egal, ob wir Allrad- oder Heckantrieb haben. Solange wir den Schwung mitnehmen können, die Kurve gut erwischen, gehe ich ja mit allem so ziemlich d'accord. Da komme ich mit allem klar. Die engen Kurven sind halt das Problem und das war halt bei dem Rennen gerade echt da ein bisschen schwierig. Ich glaube nicht, dass wir gegen den Gallardo gewonnen hätten. Wenn dann erst im letzten Abschnitt, hätten wir da irgendwie aufgeholt, aber vorher gehe ich davon nicht aus. Ja, auf der Geraden sind sie gleich stark beide. Also beide Fahrzeuge, beide Modelle. Wir haben ja 2 E8 Roadster hier. Wir können uns jetzt trotzdem mal auf P2 setzen hier. Also ja, wenn du möchtest. Ich glaube, man kann auch tatsächlich so auf... Okay, die Kurve müssen wir außen fahren jetzt. Da komme ich nicht mehr rein. Die Leistung kann man wahrscheinlich tatsächlich noch mal ein gutes Stück höher drehen, wenn man halt ein Allrad einbaut. Ne? Das ist halt... In dem Fall dann wirklich das A und O, wenn du jetzt dich dazu entscheidest, ich gehe auf 600, 700 PS, dann musst du tatsächlich den Allrad einbauen, da wirst du nicht drum rumkommen. Ich meine, es wird mit Heckantrieb zwar funktionieren, aber es wird halt nicht schnell sein. Und je mehr du einbaust, desto stärker wird die Konkurrenz und dann hast du einfach stärkere Allradkonkurrenz auch in den Events. Also ich glaube wirklich, wenn du da hochgehst auf 600, 650, 700 PS, dann musst du Allrad einbauen. Aber das kann er auch ganz gut schaffen, bin ich mir ziemlich sicher. Also er kommt damit prinzipiell klar, du musst es halt nur vernünftig umsetzen. So, wir sehen auch, die E8
Beziehungsweise allgemein die Allrad-Fraktion hinter uns lässt nicht unbedingt locker. Die wollen dranbleiben, die wollen P1 zurückhaben. Und der I8 sieht jetzt auf der Gran auch seine Chance hier. Aber versagt es, die Kurve zu nehmen und deswegen kriegt das nicht hin. Vorteil für Lexus. Wir gehen in die letzte Runde als P1. Und schauen jetzt einfach mal, ob wir das Ganze zu Ende bringen können oder nicht. So, diesmal die Kurve potenziell richtig erwischen. Jawohl. Damit haben wir schon mal ein bisschen was geschafft. So, jetzt hier ordentlich Schwung mitnehmen. Haben auf jeden Fall ein bisschen was ausgearbeitet hier für die letzten... für die letzten paar Kurven vor allem. Die Haarnadel vorne wird halt nochmal ekelhaft. Definitiv. Aber ich glaube, wenn wir die vernünftig überleben, dann müssten wir es eigentlich auch relativ haben. So, sie sind ordentlich reingekommen jetzt in der Herpin. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das reicht nicht. Da müssen sie jetzt die letzte Kurve nochmal richtig verkacken. Tue ich nicht und damit, ja, sind wir weit genug weg, bin ich mir ziemlich sicher, um das Rennen hier zu gewinnen. Sehr schön. Also noch nicht, aber jetzt. Wunderbar, wir haben auch die schnellste Rundenzeit, wenn auch relativ knapp in Anführungszeichen 8 Zehntel. Ist ein leichter Unterschied zu den Sekunden, die wir sonst immer haben gegen die KI, im Regelfall. Aber ja, mit Heckantrieb gegen Allrad, im Schnee, im Winter, im Gelände, würde ich jetzt nicht unbedingt als zu negativ ansehen, sagen wir es mal so. Ah, da würde ich sagen, fahren wir noch diesen Sprint hier. Komm, da porten wir uns doch einfach mal hin. Aber das machen wir mal noch so als netten Abschluss, ne? Weil hier ist auch wieder alles dabei. Wir haben wieder ein paar engere Kurven. Gerade das Ende ist dann allerdings wieder sehr schnell. Da bin ich halt gespannt, wie wir da jetzt gegen vorgehen können, gegen die anderen auf der Strecke. So. Schauen wir uns jetzt einfach mal an, würde ich sagen. Wir sehen schon wieder ein GTR neben uns und einen Lambo habe ich auch schon gesehen, den weißen. Ich weiß nur nicht, ob es ein... Doch, es war ein Gallardo. Hätte auch ein Murcielago sein können. Ich habe nicht hundertprozentig genau gesehen, was es für einer ist. Ja, es war ein Gallardo oder ein Huracan. Einer von beiden haben wir beides im Weißen hier mitfahren. Aber ich meine, es müsste, wenn dann, der Gallardo gewesen sein. Ja, das ist halt... Also aus den Haarnadelkurven raus ist halt no contest, dass da der Gallardo besser rausbeschleunigt brauchen war, der Huracan nicht besser rausbeschleunigt brauchen war, nicht diskutieren. Allgemein werden wir in dem Rennen, glaube ich, doch ein paar Probleme mehr haben, weil wir am Anfang einfach nicht gut genug durchkommen gegen die anderen. Also ich glaube, ein Sieg wird das nicht. Ich lasse mich natürlich gerne überzeugen, aber bin mir da relativ sicher, ja, keine Schnitte am Exit. Da müssen wir jetzt echt auf ein Wunder hoffen, um noch irgendwie gut nach vorne zu kommen hier. Boah, seitwärts. Vorbei am I8. Gallardo holen wir uns innen. Aston Martin machen Abgang. Jawohl, sehr schön. Auch den I8 holen wir uns mal auf der Innenbahn. Ah, und da vor mir fährt das Podium theoretisch, aber ich weiß nicht, ob wir da rankommen. Ja, doch, rankommen wir auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir kommen nicht vorbei. Nope.
Oh Gott. Ja, nochmal leicht quer gekommen. Ah, P4. Aber das waren, glaube ich, ganz vor den GTR und dann zwei Gallardos. Also auch wieder die Allradfahrzeuge halt vor mir, was ja erwartbar ist. Ja, das ist ein GTR, Huracan, Gallardo. Ja, trotzdem kein schlechtes Ergebnis definitiv. Hat auch Spaß gemacht zu fahren, das Fahrzeug. Unerwartet, muss ich sagen. Unerwartet. Also das war sehr, sehr schön definitiv. Ja, das war es allerdings dann für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr mit Däumchen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.